Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Swings on die verfluchte Mumie. Im letzten Part haben wir sehr gewaltig daran versagt, den Rosetta-Stein zu finden, wo wir eigentlich gar nicht versagt haben, aber irgendwie haben wir schon versagt, nämlich wir hatten keine Säurepfeile mehr. Jetzt sind wir hierhin zurückgelaufen, haben uns Säurepfeile geholt. Ich habe hinterher noch gespeichert offscreen, damit, weil ich dann nicht mehr aufgenommen habe, bla bla. Und ja, jetzt bin ich ja wieder zu den Dingern gelaufen. Jetzt gehen wir wieder dahin zurück, wo uns die Säurepfeile gefehlt haben, wenn ich noch wüsste, wo das gewesen wäre, ne? Ey, ohne Witz. Ey, ich habe echt keinen Plan mehr, wo das war. Das ist, genau! Und die habe ich einfach übersehen, oder wie? Willst du mich hacken? Oh mein Gott! Ich meine, ich muss da auf die Seite, wo die Brücke ist, ne? Ich bin nicht. Ja, doch, 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 doch. Da oben sehe ich es doch direkt. So, jetzt bin ich nur überfragt. Was genau hatten wir hier? Was genau hatten wir nicht? Das war der Asoziale, der ganz Asoziale, ne? Korrekt, das war der ganz Asoziale. So, also hier, du kommst nochmal raus, weil du ein Huso bist. Wow! Yo, wahrscheinlich! Ah. Wo ist der andere Kollege? Ist er ernsthaft runtergefallen? Krass. So, hier oben waren wir ja schon. Dann, ich glaube, wir hatten hier links und rechts irgendwie hart versagt. So, du kannst sterben gehen. Ja, genau, hier links und rechts hatten wir versagt. Hier links und rechts hatten wir versagt, weil wir hier keine Säurepfeile mehr hatten. Hier erwartet uns ein Raum. Wer hätte es gedacht? So, und hier erwarten uns Gegner. Die seltensten Gegner im Spiel! Die Dinger heißen fast Einsteh und man findet die so gut wie nie. Bah, und die sind arschschwer zu fangen, wie man gerade merkt. Oder ich stelle mich einfach nur richtig dumm an. Oh mein Gott, fast ein Stier einer. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bin ich dumm. Oh mein Gott. Jo, Feuergürtel. Du musst jetzt mal herkommen. Hier! Wow! Komm halt mal unerwartet. Ach, so. Hallo, wo bist du? Oh mein Gott. Jetzt kann Neues wieder spawnen, bla. Oder habe ich auch. Nee, klar. Natürlich habe ich keins. Was erwarte ich denn auch von mir? Ah, okay. Guck, hallo, danke. Bist du fangbar? Nee, noch nicht. Och Mann, ich bin voll verwirrt. Gut, du bist drin und diesen Säbelskorpion. Das ist ja wirklich ein Säbelskorpion, krass. Das wusste ich gar nicht. Den haben wir dann auch mal gefangen. Ich weiß gar nicht, brauche ich denn noch eins? Nö, scheint mir nicht so. So, das Ding müssen wir ziehen, natürlich. Wer hätte es gedacht, sieht doch schon so aus. Und dann müssen wir zwei Ketten anspucken, genau. Ja, willst du mich hacken? Ich hätte doch fast direkt das zweite gemacht, mein Gott, Spiel. Ja, genau. Ich wollte direkt das zweite machen. Nein, das Spiel muss man mit einer Sequenz dazwischen funken. Also Sequenz, ja, man kann es nehmen, wie man will. War schon irgendwo doch eine Sequenz. Also das da. Also schon irgendwas. Ja, nicht der. Ja, ich weiß das nicht. Eine Cutscene, sagen wir es so. Da. Schon wieder so einer.
Kuckuck. Bam. Boyo. Heidewitzka. So, grüner Riese. Nicht weißer Riese. Keine Schleichwerbung. Perfekt. Und der zweite Ornamentschlüssel. Ja, die müssen wir jetzt da einsetzen, wer hätte es gedacht. Habe volle Angst. Relativ, okay. Da kommt eine Messerkatze auf uns zu, oder was? Kann die Brücken laufen? Nein, die ist sogar zu blöd, um uns zu finden. Krasse Katze. Ich weiß nicht, ob wir mit Doppelsprung überhaupt darüber kommen können. Nee, könnten wir nicht. Ach, ich bin auch irgendwie müde. Ornament Schlüssel 1 einsetzen. Danke schon mal im Voraus und boom. Die erste Schlange schiebt sich raus. Und dreimal könnt ihr raten, was mit dem zweiten Ornament Schlüssel passiert. Korrekt, die andere Schlange schiebt sich raus. So, jetzt müssen wir. Oh mein Gott, das geht ja doch. Vorher ging das nicht. Ornament Schlüssel 2 und boom. Und die zweite Schlange fällt aus. Und jetzt. Wer hätte es gedacht? Wir müssen jetzt darüber. So. Ich weiß nicht, warum ich jetzt so gehe, aber irgendwie scheint das ein bisschen schneller gewesen zu sein, weil das Ding nochmal komplett. Ja, das Ding kommt jetzt erst hier rüber. Das war definitiv schneller, was ich getan habe. Krass. So, die zwei Pfeile. Diese zwei Pfeile anspucken, genau. Diese zwei Ketten anspucken, das geht runter und wir gehen rein. Erinnert mich irgendwie an den Gang zum Sonnenschreintempel, der ist ja genauso. Zwar nicht so dunkel, aber der ist genauso. Und das sieht gewaltig nach Arena aus. Shit! Ich gehe nochmal zurückspeichern, glaube ich. Soll ich das tun, ja? Ja, das tue ich nochmal, aber das cutte ich dann hinterher raus. Bis gleich. Jo, da bin ich jetzt auch wieder. Ich habe jetzt gerade noch das Spiel schnell zu Ende gespeichert. Schnell zu Ende gespeichert, was? Also ich werde jetzt gerade nochmal zurückspeichern und ja, jetzt kommt ein epischer Kampf. Und ich habe auch übrigens meine Angst noch aufgefüllt. Zur Sicherheit, man kann nie wissen. So, der fünfte Teil des. Da fehlt übrigens ein Stück. Fuck man, da fehlt ein Teil. Das ist bitter jetzt gerade. Bitter Lemon. Hey! Ich habe gerade Erfahrungen mit euch gemacht, die Schweinebacken, ne? So. Ich glaube nicht, dass. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, in der Mitte zu stehen, wo die Gegner runterfallen. Und ich weiß nicht, was jetzt kommt. Messerkatzen? Das wäre harmlos. Oh, geil. Die laufen ab einem bestimmten Zeitpunkt, sieht man ja, die laufen irgendwann nur noch weg. Und wollen dann den Hinterhalt machen, aber nicht gegen einen Swings. Jo, du lebst noch! Letzte Runde? Drei Runden und so, letzte Runde. Letzte Runde. Ah, ich liebe diese Kerle und gleich zwei von denen, ne? Boah, das ist so scheiße gegen zwei, ne? Einer ist ja schon teilweise schlimm, aber zwei. Heiliger Müll. Schlag zu, danke. Nein, er hat mich! Huh. Aua! Oh Gott, scheiße. Oh Gott, Hilfe. Ne, ich nehme den, der nachschwingt. Ich nehme den, der nachschwingt. Also den hier. Den. Hallo? Konzentrationsphase hier, oder? Oh, shit. Bist du fangbar? Nein, bist du natürlich nicht. Boah, scheiße, Digga.
Ich verstehe, warum ich gespeichert habe, ne? So, erstmal töten. Kein Bock, den zu fangen. Angst. Wir haben... Nein! Jetzt schmettert der Ding in den Boden. Fuck you. Jetzt aber schmetterst du in den Boden. Ganz hart doll. Keinen davon fangen. Nein. Puh. Ein Goldanteil, jawohl. Ich hab gedacht, da kommt noch eine Runde. Uns fehlt ein Teil. Ja, korrekt, uns fehlt ein Teil. Es gibt 6. Oh mein Gott, ich weiß, wo das ist. Ey, den Fehler mache ich echt immer und immer wieder. Ich war ja eben da oben. Also nicht da oben, sondern da hinten. Da gab es ja diesen Eingang, wo dieser fette Stein war. Puh, ich dachte, das hat sich aufgehangen. Und da waren noch links und rechts, habe ich ja gesagt, 2 Räume. Und ich habe nur den rechten, ich bin nur den rechten oder den linken, kommt drauf an, wie man es nimmt, ich bin nur den einen davon angegangen und nicht beide. Und ihr dürft 3-mal raten, was auf der anderen Seite des Raums ist. Korrekt. Das letzte Teil des Steins. Und diesen Fehler mache ich einfach, aua, immer und immer wieder. Bitte gib mir Angst. Dieser Gegner, der drin auf mich wartet, ist nicht cool. So. Ach ja, ich muss ja aufmachen, persönlich. Jawoll! Ein dunkler Anbeter, was los? Ist mir egal, ob du lebst oder nicht. Rosa, jawoll! Ich habe alle 6 Teile. Jetzt gehe ich aber nicht den Asozialweg zurück, ich gehe jetzt einen anderen Weg zurück. Ich gehe jetzt hier oben rum. Das ist nämlich definitiv sicherer für mich. Für meinen Skill, der nicht vorhanden ist. So, hier runter. Natürlich fährt die Plattform gerade weg, wenn ich komme. Deswegen mache ich einen Sprung. Jetzt mache ich einfach mal nebenbei einen Sprung. Perfekt, alles cool. Alles gut, ich lebe. Das ist die Hauptsache. Der Hauptsache, genau. Also irgendwie... Ich bin müde. Das ist meine Ausrede für heute. So, jetzt heißt es wieder Texte lesen, ne? Oh mein Gott. Nee, warte. Man kann sich nie sicher genug sein, wann das Spiel abstürzt. Den Fehler mache ich nämlich nicht nochmal. Haben wir ja letztes Mal, als ich an den Sonnenschreintempel gegangen bin, und dann pling, war das Game weg. Ganz zufällig hat in dem Moment, als ich pling gemacht habe, auch die Statue pling gemacht. Cool. Also ungefähr in dem Moment. Dialoge. Das ist es. Du hast es geschafft. Du hast alle Teile des Rosetta-Steins gefunden. Jetzt muss ich versuchen, die Teile des legendären Rosetta-Steins wieder zusammenzusetzen und sein Geheimnis zu lösen. Erlaubst du mir, dass ich die Teile des Rosetta-Steins nehme? Ja? Warum soll ich es uns gesucht haben? Sehr schön, mein Junge. Sehr schön. Ich muss jetzt zurück in mein Zelt in Beduinenlager und mich an die Arbeit machen. Besuch mich dort, um zu sehen, was ich herausfinde. Das Beduinenlager ist leicht zu finden, wenn du vom verfluchten Palast aus dem Unterwasser den warte, wenn du vom verfluchten Palast aus wenn du vom verfluchten Palast aus den Unterwasserweg nimmst. Boah, war das jetzt. Hui. Bevor ich gehe, möchte ich dir jedoch diese Unterwassergeschosse geben. Sie sollten dir auf deinem Weg zum Beduinenlager ganz nützlich sein. Vergiss nicht, mich zu besuchen. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Wir sehen uns bald, junger Freund. Ja, und da haut er ab. Du hast nun die Unterwassergeschosse. Ja, das stand nicht Unterwassergeschosse, ich weiß. Und das quasi im Blastrohr unter Wasser. Nur
Wir schließen uns den Händen. Und wir brauchen es definitiv, um hier überhaupt schon wegzukommen. Also gut, dass der Kerl sowas hat, aber ich frage mich, wie der hier wegkommt. Ich meine, wir sind ganz... Sorry. Ich meine, wir sind ganz tief unten. Wie soll der hier wegkommen? Ich meine, wie kommen wir auch nur durch diesen Unterwasserweg, der hier gut versteckt ist, weg? Genau durch den da. Und ja, jetzt machen wir halt, drücken wir Kreis unter Wasser und boom! Schuss. Perfekt. So, und jetzt haben wir Ausgang gefunden und kommen jetzt. Wenn man mal bedenkt, was das für ein Weg ist, ne? Dass hier neben einfach dieser Tempel ist. Das ist krank. Und hier sind wir jetzt, ja. Ne? Kennt man ja. Besucht den Archäologen im Benöhl. Ja, so, ich muss jetzt sogar direkt hin laut Aufgabe. Okay, krass. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich kann jetzt noch irgendwo anders chillen. Verfluchter Palast war hier, ne? Ich bin auch jetzt auch direkt an diesem einen Wassertümpel-Gedöns da oben, oder? Sollte ich eigentlich. Ich sollte direkt da sein, wo ich hin will. Hoffe ich. Perfekt, ich bin da, wo ich hin will. Ja, hier ist nämlich der Wassergang zum Beduinenlager. Den nehmen wir auch mal direkt und ja, hier ist auch wieder dasselbe Prinzip. Hier schwimmt man durch, drückt Kreis, zack. Wow. Aktiviert das Ding, schwimmt weiter. Hat eine Ladescene. Warum auch immer. Warum kann das nicht einfach eine Welt sein, wo es kein Ladescene gibt? Das wäre eigentlich voll cool. Ich hätte eigentlich auch ganz anders hinkommen können, aber das ist wirklich der schnellste Weg. So, wir sind da. Ey, wie versteckt diese Wege einfach sind, ne? Wenn ich jetzt so, wenn ich mir das jetzt mal so angucke. Und hier ist auch das Lager. Hier waren wir hier schon mal? Bin ich hier schon mal mit euch hingegangen? Nee, glaube ich nicht, sonst hätten wir mit dieser Frau gesprochen. Sei gegrüßt, es freut uns immer, neue Gesichter hier zu sehen. Es kommen nur selten Besucher vorbei. Ich bin Seta, die Heilerin im Beduinenlager. Heilungsrituale und Beschwörungen sind mein Spezialgebiet. Okay, die scheint verrückt zu sein. Und was führt dich heute zu unserem Lager? Ankerritual. Ich brauche 4 Goldanteile für das Ritual. Okay. Das Ritual kostet 200 Skarabäen. Okay. Sehr gut. Und jetzt halt ganz still. Jetzt führt ihr einen Tittenwackeltanz aus. Du hast nun einen Goldank. Ja. Also die ist das, die Ritualfrau. Die hat quasi Kräfte, um uns aus 4 Goldankteilen einen Goldank zu machen. Jetzt mal ganz kurz den Timer gucken. Okay. Lohnt sich nicht, jetzt noch mit dem Kerl zu reden. Obwohl doch, kann ich machen, weil dann ist das im nächsten Part nicht mehr drin, korrekt. So, was hast du jetzt rausgefunden? Ach du liebe Güte, ich kann es nicht glauben. Ich habe den Rosetta-Stein entschlüsselt. Ich habe es geschafft, mein Freund. Endlich, nach all diesen langen Jahren habe ich meinen Traum wahrgemacht. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Du hast den alten Mann sehr glücklich gemacht. Bitte nimm den zusammengefügten Stein als Geschenk. Mit ihm kannst du die 5 goldenen Obelisken von Heliopolis entziffern. Mach dies und lass mich wissen, wenn du es herausgefunden hast. Ich bin zu alt, um das selbst zu tun, aber ich würde zu gerne wissen, was du dabei entdeckst. Vergiss nicht, dass du in deinen Notizen nachlesen, halt's Maultimer, dass du in deinen Notizen nachlesen kannst, was du bereits herausgefunden hast. Viel Glück! Du hast nur den Rosetta-Stein. Dieser antike Stein hat ermöglicht dir das Entziffern der Botschaften auf den alten Obelisken. Da stand übrigens nur Alten. Okay. Ich speichere das Game direkt nochmal. Hat sich voll gelohnt gerade. Jo.
Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einfach eine Bewertung da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Swings und die verfluchte Mumie. Haut rein, Leute. Bis dann und ciao, ciao.